an, Kutscher, bitte seine Stimme verändern. Ja, bitte. Oh, Junge. Oh, Junge, geil. Ja, generell diese Internetkultur, ne? Also, es gibt ja normalerweise, also im Real Life gibt es ja auch, die einfach richtig sind, ne? Ich glaube nicht, im Real Life verstecken sie einfach viele. Mal, genau, ja. Im Internet, da juckt es sie halt nicht, ne? Und die Internet sagen einfach, sind die Leute halt einfach so, wie sie wirklich sind. Anonymität lässt grüßen. Das ist ein Punkt. Ich bin trunken mit Zwiebeln, ich mir noch einen Brühwürfel rein, geh schlafen. Ein Brühwürfel? Ein Brühwürfel. Ja, weil ich instant kotzen. Wie, naschst du die einfach so weg oder was? Das ist Zaubertrank? Was zum... Erstmal schön besoffen noch einen Brühwürfel lutschen oder was? Mit Wasser. Aber warum? Ist, bringt das was gegen Kater oder was? Ja? Gut. Du bist so ruhig, Freddy. Das macht mich irgendwie richtig nervös. Ich war gemutet gerade. Ich bin auf den Chat eingegangen. Achso. Kutscher, was denkst du, oder was hältst du von der Aussage in Bezug auf die Stimme, dass man die irgendwie verändern kann? Da wurde mir Rauchen vorgeschlagen, ne? Jo, einfach anfangen, richtig Zigarre zu rauchen. Und saufen aber den ganzen Tag. Und dann auch ein Kommentar, Fapping kann auch helfen, keck weh. Aber warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nie gehört, dass die Stimme... Ein dummer Kommentar, glaube ich. Wird die dann höher oder tiefer? Naja, theoretisch verlierst du ja Gewicht in deinem Körper wahrscheinlich dann höher, oder? Keine Ahnung, Mann. Oder was genau sind Brühwürfel? Ja, womit du halt Brühe machst. Ach so, das stimmt. Guten alten Maggi. Brühwürfel. Maggi, Junge. Maggi. Oh, ich glaube, irgendwann gucke ich mir das wieder an. Oh, das ist auch einfach ein Ding. Das ist ein richtiger Meilenstein. Maggi-Stein. Junge, hör zu lachen, Mann. Du kannst mir ja, okay, sorry, Mann. Oh, jetzt der Trade hier oben. Ah, der kriegt Movement Speed durch die Scheiße. Was kriegt denn Jacks Movement Speed? Nee, der hat den Potion gepoppt. Der hat dieses Ding dabei. I see. Ich bin 25, Magic. 25? Wir sind alle so alt geworden. Früher warst du so richtig jung und ich auch. Und oh, Scheiße. Ey, was soll das denn? Was ist das? Ich habe übrigens eh geskillt, um Kameramann zu dodgen. Ah, du bist doch auch so ein Festivalgänger, oder? Bist du im Sommer auf dem Festival? Oh, fuck, ich bin ja übel dumm. Ich gehe mit Tim aufs Hurricane. Aber das ist doch schon ein bisschen windig da, oder? Ja. Wäre ich actually drin? Ja. Abfahrt. Was machst du, Kutscher? Was ist denn Level 1? Na gut, passiert doch nichts. Weiß ich jetzt nicht. Na Karten, ja, safe. Oh. Warte, ich mach einen Potion an und damit gebumst. Schon Tower hat zum Beispiel auch einen sehr komischen Musikgeschmack. Wieso? Du hast auch so komische Mucke. Ich höre alles, aber doch nicht Deathcore. Nee, also Dubstep oder so. Das kannst du ja nicht vergleichen. Doch, klar. Also ja, der Defcore und MB ist genau dasselbe. So. Jeder, der Defcore mag auch Dubstep. Manchmal hörst du gut Lieder und dann hörst du dann direkt auch wieder so richtiges Schmutzlied. Ja, das ist aber auch persönliche Präferenz, ne? Nee, es ist ein Geschmack und mein Geschmack sagt da urteilt darüber, ob es gut oder schlecht ist. Achso. Meine ist quasi die Richtlinie. Bist du eigentlich von der generischen Job? Was war das denn vom Kennen-Minion? Der hat einfach den kleinen Caster-Minion getötet, obwohl nichts passiert ist. Ich hab Bock darauf zu dashen. Nee, aber den Trade von ihm doch. Ja, wenn ich dich hochhalte jetzt, gewinnen wir, glaube ich. Okay, jetzt sind wir mit Level 4. Ich muss da erstmal Kammermantra dodgen. Jetzt kommt immer der Warwick. Mach's mal auf. Der flasht jetzt rüber gleich. Oh Leute, der Rengar ist die ganze Zeit im Busch. Hey, was wird das denn jetzt hier? Rechtdachs. Und Schlager. Bei Schlager denke ich mir auch so, oh, schnell weg, klick damit. Schlager kannst du ja eigentlich auch nur besoffen geben. Oder du heißt Pius, Alter. Das ist das Allergeilste. Ja, gut, der Typ hat einen Musikgeschmack wie ein 45-jähriger Malle-Urlauber, Alter. Ja, aber also so Wolle Petri zum Beispiel kann ich mir auch mal geben, aber nicht onstream, Alter, wenn ich League zocke. Und bei Pius kommst du rein und läuft da Helene Fischer volle Pulle, Alter. Das ist wirklich so. Oder Wolle Petri. Ich achte auch nicht drauf, so, dass ich jetzt denke, das kann man nicht onstream hören, aber würde mir halt nicht Schlager zum League-Zocken anhören, so, weißt du? Also ich persönlich auch nicht. Bei Pius kommst du rein, Alter, denkst direkt, bist du Bierkönig, ey. Und das Geilste ist ja, der trinkt ja nicht mal. So, ja gut. Ja, der füllt auch noch die Musik. Ja, ist aber auch schon sympathisch irgendwie. Ist die Drogenhandelgeschichte? Du hast doch ihn so hart abgezogen mit dem Koks damals. Das stimmt, habe ich wirklich. Kannst du das Mantra blocken? Ja, hier, komm ran da. Das ist echt geblockt. Ja toll, wir warten jetzt. Haben wir nicht getötet. Bin ich tot? Nö, warum? Nee, nicht. Ich geh Base, ne? Mach das mal. Ja, da ist ein Ringer unter ihm. Hast du sie gesehen? Also ein sterbender Scheiß-Mobil. FF. Ja gut. Der TLK war schon Legendenzeit damals, ey. Das ist vor allem das Geile, ist ja die ganzen. Es gibt auch viele League-Pros, die in NA, wie wir auch gespielt haben. Nien Tonso, sagt ihr da noch was? Ja. Nien Tonso war so ein Top-Laner früher bei Cloud9, also in NA oder sowas. Genau. Der spielt auch
Das tut auch jetzt immer World of Warcraft. Also aber WoW ist auch in so ein Amerika-Ding mehr, ne? Also Amerika ist das relativ verhältnismäßig noch größer als Europa, oder? Oh. Habe ich immer das Gefühl, dass da noch mehr gezockt wird. Aber keine Ahnung, für mich lohnt sich WoW halt einfach nicht. Es ist halt einfach ein Streamkiller-Game, so. Ja, ja. Also gerade PvP, so, da versteht halt keiner irgendwas, wenn du das nicht selber gezockt hast. Ja, nur die alteingesessenen Leute halt, ne? Ja. Ja. Also WoW-Arena ist ja schon ein bisschen naheliegend, ne? Gut, okay, du hast andere Leute, mit denen du zockst. Also so komplett League, komplett ist es ja nicht. Achso, hast du was hier? Ja, ich hätte schon Bock, aber irgendwie lohnt sich das für mich auch nicht so. Weil mir macht es nicht so viel mehr Spaß als League und sonst fühle mich halt lieber League so. Ja. Oh! Oh, Ringgold, ich bin tot. Ach Quatsch. Du bist ja tot. Achso. Ich überlebe, wie ich früher WoW gezockt habe, ey. Obwohl, jetzt zocke ich eigentlich noch mehr League, als ich früher WoW gezockt habe. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber jetzt mache ich es ja auch beruflich. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum die bis heute kein Free-to-Play-Game, was wie WoW Arena ist. Gemacht haben irgendwie. Ja. Wenn wir jetzt hier so weggedingst. Ja, weil der Jungler-Bot in ist. Das war den Turret holen, oder? Das ist ein ziemlich schlechter Soap jetzt. Oh, hier kam er. Wo wir gerade Ult haben, ne? Wenn die vor was habt, können wir die schon töten. Der hat Ult ab, oder? Ich bin so tot. Du bist tot. Oh, es hat ultra gefailt. Aber es ist Akali. Ich bin trotzdem tot, oder? Nee. Doch. Lass mal fokussen. Ich hab keinen Bock zu verlieren, tatsächlich. Ja. Machen wir. Was für einen Trip muss man eigentlich sein, um Shyvana mit zu OTPen? Ah, ist jetzt nicht so schwach, ne? Ist doch kacke langweilig, oder nicht? Stimmt, das ist langweilig. Ist der Bobby gerade die ganze Zeit noch der Leblanc mit hergelaufen? Ich hab's nicht gesehen, ich war ausgetappt, aber es kommt mir so vor. Boah, der Damage. Kannst weitergehen. Das ist ein Rengar, oder? Der Rengar war tot, oder? War der nicht Leblanc einfach? Nein, da war im Wasserbusch, safe. Dann lass uns mal, ich geh mal hier bauen, warte. Ah, gerade ist hier bei mir. Schade. Der fand noch länger, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Du, die Akali ist echt scheiße. Du bist hier der RE-Kombo. Bist so wie ich, ey. Oh Gott, wir haben nicht mal den Dingens getötet. Das wird ein hartes Game. Oh Gott, der Warwick, Alter. Oh no. Vor allem, wie kann man so tiltet sein, dass er dann quasi einfach rein. Wie wütend der einfach ist. Oh, lässt sich noch killen, ey. Oh. Und das Game wird heavy, ey. Ich brauche noch ein bisschen für mein zweites Item. Der Warwick killt gerade. Der Ringer tötet gerade wieder den Warwick. Uiuiui. Schwierige Kiste. Ja, kriegen wir hin. Lol. Ha, ist natürlich ein bisschen bitter hier alles. Aber leicht gefeedet der Ringer, ne? Ja, minimal. Aua. Enemy Quadra Kill. Tacke. Nur wieso ist die Akali eigentlich so mega fett? Die ist so kaputt, Alter. Von hier da einfach 2000 ein und dann spiel wieder. Der Warwick, Alter. Oh, er hat ihn. Oh, ich war da. Ich war da. Attacke. Angriff. Ich glaube, die LeBlanc kitet auch ein bisschen. Oder Moment. Sackutscher? In so weit von da, Junge. Let's go! Hätte ich kurz angeguckt, leider. Die Shyvana, Alter. Mit den Dingens. Der Impact holt sogar. Und die war exhausted. Ist aber auch ein AD Carry. Ja, gut. Hat die ja keinen geholt ab? Das werden wir nie rausfinden. Gold für mich, Junge! Sag nur Nummer 1. Schade. Ich sag mal so, man kann nicht immer gewinnen, richtig? So sieht's nämlich aus. Junge, ich hab dich geordnet. Ich verliere aber auch nur 15, das ist voll weird. Das ist doch gut, oder? Achso. Warum kriege ich nur so wenig und verliere auch nur so wenig? Normal müsste ich ja viel verlieren und wenig kriegen. Weiß ich nicht, ich hab minus 13 bekommen. Ich spiel mal eine Runde, willst du Mitte gehen, wenn ich top gehe, oder willst du weiter? Ja.